Anko Rabasch und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Unepic. Ja, es ist jetzt auch schon wieder eine Woche her, dass ich aufgenommen habe. Muss gerade nochmal schauen, wie was ging. Hier ist die Karte, okay. Ich weiß nur, wir müssen jetzt in die Minen, weil da wohl ein Orakel ist und uns hoffentlich weiterhelfen kann bei der Frage, wo sind wir hier eigentlich? Daran erinnere ich mich und das wollen wir. Das wollen wir schaffen. So, ich muss jetzt mal in die Steuerung wieder. Eieiei. Wieder in die Steuerung reinkommen, meine Güte. So, schon mal den Knüppel ausrüsten. So ging schlagen. Okay. Primarino. Okay, die Gegner sind natürlich alle wieder da, wenn man das Spiel neu startet. Das aber ist okay, denke ich, weil. Natürlich bringt uns das mehr Erfahrung. So, wo wollen wir denn hin? Wir gehen mal. Nach rechts, denke ich. Gehen wir mal weiter nach rechts. Oh je. So, ging Licht machen. So, was? Oh, hi. Hallo, Ameisenfreund. Oh, hi. Ja, gut. Ich, ja. Ameisen. So, wie viele waren denn das? Drei, ne? Hier hoch. 40 macht das an Schaden. Was macht das Schwert? Weniger. Okay, also Knüppel. Wir bleiben am Knüppel. Licht an. Licht an. Hallo, Ameischen. So. Erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Mal schön gediegen reinstarten. Und hoffen, dass wir die Minen finden. Hallo, Schlangi. Aua. 13. Da war, glaube ich, das Schwert besser. Ja, deutlich, deutlich besser. Geheimnis? Nein. Ich bin jetzt auch voll gehypt auf diese Geheimnisse. Deswegen gucke ich auch überall dauernd rein. So, müssen wir ein bisschen aufs Leben gucken, weil das sieht gar nicht so gut aus. Oh, noch eine Schlange. Okay. So kriegen wir sie, aber man, naja, das ist ein bisschen schwierig, diese Schlange zu erwischen, richtig? Ne, immer noch vergiftet. Boah. Ist schon, bisschen ungerecht, das Spiel. Wir haben was vergessen anzuzünden? Was? Ach, da unten! Ganz da unten. Gut. Müssen wir hin. Wenn ich wieder ins Spiel reinkomme, dann kriegen wir das auch besser hin. Ich verspreche es euch. Noch was vergessen? Wo? Wo denn? Wo? Wo habe ich was? Was? Der Raum wird mir nicht als ausgeleuchtet angezeigt. Was haben wir denn vergessen? Noch eine Fackel? Nö. Kommen wir noch woanders hin in den Raum? Ich vermute es fast, dass es hier noch irgendwo einen anderen Abschnitt gibt. Erstmal weitergehen. Können wir uns auch später noch mit aufhalten. Hi. Schlüssel der Bibliothek. Hier geht's in die Bibliothek, okay. Ich habe das Gefühl, dann sind wir hier schon einfach zu weit. Will ich mich auch gar nicht mit aufhalten. Wobei, ich will wissen, was da oben ist. Was macht ihr? Okay, ihr kommt angelaufen und macht sonst nichts. Okay. Okay, der rafft jetzt nicht mehr, dass wir wechseln. Okay. Hoch und ihm auf die Mütze. Okay, das geht ja noch. Wollen wir das mit ihm das gleiche machen? Okay. Anzünden. Und anzünden. Was machst du? Ring des Kriegers. Nice. Rolle des Nahkampfschutzes. Nice. Rolle der Hitzeaura. Nice. Ich weiß zwar nicht, was das alles bringt, aber wem auch sei. Inventar. Wo ist der Ring? Hier. Zusätzlicher Schaden mit Schwertern plus 10. Ja, wieso nicht? Gucken, Charakter. Wo sieht man denn, was wir ausgerüstet haben? Oder wie viele Ringe kann man denn ausrüsten? Einen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wow. Irgendwas haben wir jetzt neu geordnet. Schlüssel der Mine. Ja. Okay. Wir haben diesen Ring jetzt. Okay. Wie viele man auch immer anlegen kann. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Ring.
Vielleicht finden wir ja noch einen besseren, der uns irgendwie auf unseren Kolben noch ein bisschen mehr gibt. Okay, hier ist also schon mal nicht der richtige Weg, aber da geht's zur Bibliothek. Das können wir uns schon mal merken. So. Haben wir nicht sogar schon mal irgendwo, wo es nicht weiterging? Ich glaube, das war doch da unten, oder? Ach, guck mal, hier geht's übrigens runter. Wow. Wie konnte ich das über... Fragen wir besser gar nicht nach. Und da ist die blöde Schlange, die es wieder mal vergiftet hat. Eine Axt, hallo. Ankorabasch, vielen Dank. Die Gesundheit wurde wiederhergestellt. Ich will vom Knüppel wechseln zur Axt, bitte. Weil der Knüppel hat jetzt Schaden 41 und die Axt 45. Das will ich mir auf jeden Fall mal. Ne? Vielleicht bringt mir die Axt ja ein bisschen mehr als der Knüppel. Können wir uns ja direkt mal umgewöhnen. Bla bla bla, F2. Ach, guck an! Aber wir haben ja die Controller-Steuerung. Lässt das mal ein bisschen was anderes. Rot mit dir. Oh, das ist auf jeden Fall sehr schön. Das macht sehr schönen Schaden. Ja, spring in die Fledermäuse rein. Sehr gut, Mossi. Karte, ja, hier runter. Hi. Plock, plock, plock. Und mit dir machen wir das Gleiche. Komm her. Sehr gut. Und Heilung. So. Noch eins runter. Ich glaube, da unten ging es auf jeden Fall in die Mine. Werden wir auf jeden Fall gleich rausfinden. Derzeit schnappen wir uns noch die ganze Erfahrung, die wir hier kriegen können. Und Items und alle, was das auch alles bringen mag. Ich glaube, da ging es, hier ging es in die Mine. Ach ja, klar, die haben wir ja auch sogar schon aufgemacht. Ach, was bin ich vergesslich? Was bin ich vergesslich, Freunde? So, und will ich versuchen? Ich will versuchen, hier durchzulaufen. Ich will. Lalalala. Ihr habt das alle nicht gesehen. Oh. Noch so ein Bildschirm. Oh, shit! Das tat weh. Und natürlich noch einer. Kommen wir auch weiter? Ja. Kommen wir. Oh, lalala. Jetzt kommen die Plattformer-Skills. Heilige Scheiße, ich hab's geschafft. Ich habe sicherlich plus 20 auf Ausweichen bekommen. Hey, Zera, nimm dies. Ich lebe noch immer. Gott schütze die Dummen und die Kinder. Ich hoffe, ich kriege die Stimmen noch wieder richtig hin. Aber ja, das ist auf jeden Fall jetzt seine Stimme. Warte, was sind das für Dinger, die mich da anstarren? Sie sehen aus wie fliegende Augen. Ob das Hanakons Spione sind? Ich töte sie besser, bevor sie jemanden alarmieren können. Ich versuche, sie von hier aus mit meinem Bogen zu treffen. Um ein entferntes Ziel anzuvisieren, drücke R2. Das ist ein R2. Ach, werde ich schon hinkriegen. Das da. Oh, hi. Platsch. Oh nein, das ist ja cool. Flop. 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 Cool. So läuft das, Freunde, so läuft das. Legt euch nicht mit Mossis Bogen an. Okay, was geht hier? Hey, dieses Tor, es sieht aus wie das, was ich in der Nähe des Heiligen Geistes gesehen habe. Natürlich kann kein sicherer Durchgang sein. Wie mir mein doch oh so weiser Mentor kürzlich mitteilte, gibt es keinen sicheren Durchgang zur Mine. Tja. Zera. Nimm das, Zera. Okay, ganz da unten. Okay, ich weiß, wo wir sind. Prima, einmal die Heilung mitgenommen. Ankorbusch, ja, auch dir. Auch dir, mein Freund. Vielen Dank für diese heile Lunge, Lunge. Und jetzt kommen wir ganz schnell wieder zurück zur Mine. Sauber. Auf jeden Fall haben wir das schon mal als Fortschritt zu verbuchen. Wir haben uns den Weg bis zur Mine gebahnt. Auch wenn das ist ein ganz schönes Stück, ne? Ja, ein schönes Stückchen. So. Dies muss die Mine sein, wie der Geist mir sagte. Das Orakel muss oben irgendwo sein. Ich muss nur einen Weg nach oben finden. Schaut, Sarah, dort unten ist eine Art
Durchgang. Vielleicht führt er zum Orakel, aber es ist zu weit. Den Sprung schaffe ich nicht. Warte, dort ist ein Seil, das auf die andere Seite reicht. Mal sehen, ob ich daran entlanghangeln kann. Drücke springen, um zu springen. In der Luft, in der Selbst, drücke hoch, um es zu greifen. Du kannst Seil auch greifen, während du fällst. Das Seil lässt mit runter wieder los. Ja, cool. Ja, coole Sache. Sollen wir hier eine neue Challenge? Hallo? Hallo? Ich will. Wie geht denn das nicht? Ich will nach oben abspringen. Das macht er nicht richtig. Ah, Kacke. So vielleicht? Nee. So vielleicht? Nee. Ach, okay. Hi. Ring des Schützens. Rolle der Nahkampfmeisterschaft. Okay, nice. Okay, deswegen kommen wir da nicht hin. Pixel Perfect irgendwie hinkriegen. Jawohl. Was haben wir da? Als ein Mönch einen Pfeil mit der bloßen Hand fing, sprach Zularius der Große: Geist und Körper in Einklang, dies zusammen ist der Schlüssel zur Überlegenheit. Das ist die Herausforderung, der König des Ausweichens entdeckt. Die Herausforderung ist: Weiche allen fallenden Steinen zwischen den Säulen im Korridor zur Mine aus. Ja, das haben wir ja fast geschafft sogar. So, gehen wir mal hier runter. Hallo. Na, ihr? Ich glaube, ich will aber tatsächlich nach oben erst. Okay, der Aufzug kommt. Wir stellen uns mal drauf. Wechseln mal zur Axt. Für den Fall der Fälle. Hier unten schauen wir uns, denke ich, später um. Ich will erstmal nach oben. Wenn er sagt, das Orakel ist oben, dann will ich erstmal nach oben. Auf Zera höre ich nicht mehr, aber auf mich selbst schon. Flock, 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 Flock. Sehr gut. So, kann ich dich da oben anvisieren? Kann ich dich da oben auch treffen? Ja, geil. Dauert halt nur ewig. Aber okay, wir hätten vielleicht erst nach links gehen sollen. Da oben steht einer, der kommt mir doch bekannt vor. Der kommt mir doch bekannt vor. Du kannst 8 Ringe gleichzeitig tragen. Okay, danke. Inventar, bla 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 bla. Rucksack teilen. Ja, das gucken wir uns später mal an, wenn wir wirklich mal in die Bredouille kommen. So, jetzt will ich aber, dass der Aufzug mal ankommt. Weil von links nach rechts kommen war easy mit dem Seil da oben. So. Bisschen Licht. So, was sagst du uns? Entaroadun, bist du das große Orakel? Eine lange Zeit ist her, ist das ein Fremd nicht so. Ist das Yoda? Dein Gesicht kommt mir bekannt vor und deine Stimme auch. Aber natürlich, ich kenne dich. Gut, jetzt hat er schon die andere Stimme. Mit einer anderen Kreatur du mich verwechseln tust, junger Fremder. Ich bin Joghurt. Ja, er ist Joghurt. Alles klar. Es tut mir leid, ich verwechselte dich mit einem großen Lehrer meiner Welt. Naja, nicht meiner Welt, aber einer, die in einer Galaxie weit, weit entfernt ist. Ja, ich sag's ja. Seltsam deine Worte und du sind. Warum suchst nach dem großen Orakel du, ha? Welche Fragen brauchen Antworten? Schau, ich weiß nicht genau, wie meine Mission in dieser Burg aussieht. Ich meine, ich weiß nicht, was ich tun soll, weil wir in dieser Halluzination die Taverne und den vermummten Typen, der mir die Mission erklärt, übersprungen haben. Halluzination? Dein Leben eine Halluzination hier ist, du denkst? Ja klar, natürlich. Ich habe ein Rollenspiel mit meinen Freunden gespielt, als ich plötzlich in dieser Burg auftauchte. Diese Bastarde müssen irgendwas mit meinem Drink getan, irgendwas in meinen Drink getan haben. Seltsam deine Geschichte ist. Deine Mission ich kenne. Wirklich? Was ist es? Was muss ich tun? Schwer das Reden ist. Staub von den Regalen, mein Hals ertrocken ist. Die Regale du reinigen musst. Was, deine Regale säubern, wonach sehe ich denn aus, nach einer Putze? Auch nach einigen Münzen ich frage. Falls Münzen du hast, deine Mission ich werde enthüllen. Sohn einer Hure.
Und bezahlt werden will er auch noch. Verdammtes gieriges Orakel. Das ist so nicht episch. Neo musste einen Scheiß bezahlen und hat auch nichts mit Hausarbeit zu tun gehabt. Als er losging, um sein Orakel zu sehen, und er hat Kekse gekriegt. Ja, Kekse hat er gekriegt. Er ist ein Schwindler. Er versucht dich zu betrügen. Ich hoffe, du bist nicht so töricht und glaubst ihm. Wenn du dem Orakel glaubst, öffne die Regale und gib ihm 30 Münzen. Wie viel haben wir denn? 31, wow. Wenn du denkst, das Orakel lügt, kannst du die Aufgabe im Aufgabenpanel-Menü abbrechen. Wir machen das. Wir machen das. Sind das hier die Regale? Nee, aber ein Staubwedel. Wow. Regale putzen. Okay, wo sind denn deine Regale, liebes Orakel? Hast die Aufgabe noch nicht abgeschlossen. Okay, Aufgaben. Okay, er zeigt einfach nur noch mal. Okay. Ja, überspringen. Ich kann es, glaube ich, nicht anders. Ja, so. So, ins Inventar will ich noch mal. Wir hatten nämlich noch den zweiten Ring hier. Wenn wir 8 Stück anlegen können. Zusätzlicher Schaden mit Bögen plus 9. Yo. Ist hier kurft. Zack. Legen wir an. So, und hier rüber. Zack. So, hier nach unten. So, ach, hier geht's auch noch nach rechts, okay. Oh, hi! Hallo! Sarah, schau! Eine andere Box! Was ist in dieser? Diese Box enthält den Geist des Todes. Sprichst du mit ihm, stirbst du und gehst in die Unterwelt. Wenn das wahr wäre, hättest du mich nicht gewarnt. Nun denn, sprechen wir mit ihm. Ich muss dich nur nachmachen. Dummer Sterblicher, du wagst mich zu versehen. Dummer Sterblicher, du. Verdammt seist du und deine Worte. Okay, noch eine neue Box. Ja, coole Sache. Kapla, ich bin ein Diener von Anakon und er sandte mich hierher, weil du mir etwas anzubieten hast. Ich bin Pyrrhos, der reine Geist des Feuers. Ich wäre geehrt, dir die Geheimnisse der Flamme zu gewähren. Um dir mein Wissen zu geben, muss ich es schmieden, so wie die Sterblichen Metall schmieden. Ich brauche die Werkzeuge des Schmiedes, um diese Arbeit zu erledigen. Ich benötige dazu die folgenden Dinge von dir: Rote magische Essenz. Einige Kreaturen bringen sie hervor. Es ist die Macht des Fleisches und des Blutes. Bring mir die Essenz von 20 solcher Kreaturen. Den Amboss, das Symbol der Stärke und des Widerstandes, bestraft durch jeden Schlag des Hammers. Geht dabei jedoch immer unbeschädigt hervor. Holz. Ein gutes Feuer überredet das Eisen, seine jetzige Form aufzugeben. Bringe mir mindestens 30 Holzstücke. Wind. So wie die Herzschläge dem Krieger Stärke für seine Seele und Muskeln geben, treibt das Pulsieren eines Blasebalgs die Flammen des Feuers an. Einen Hammer. Der Hammer ist die Hand, die formt, das Werkzeug, welches Formen zum Leben erweckt. Der Arm, der den glühenden Massen seinen Willen aufzwingt. Bring mir den Hammer des Schmiedes. Okay, der will ganz schön viel Kram, ne? Rote Essenzen, Amboss, Holz, Blasebalg, Hammer des Schmiedes. Der will ganz schön viel Kram. Aber gut, schauen wir mal. Werden wir dann schon hinkriegen. Okay, kriegen wir auf der Karte auch schön angezeigt. Prima. Prima das. Okay, jetzt wollen wir noch ein Stück runter. So und nach oben. Okay, so ist auch okay. Hier waren wir, ja, von hier kamen wir. Okay, probieren wir es so. So, lasst mich schauen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall. Ne, wir gehen erst hier rechts rein. Schwert. Wow. Natürlich vergiftet sie uns erstmal. Bisschen Licht. Bisschen Licht. Oh, hier geht's noch nach rechts. Wer hätte das gedacht? Gut, gehen wir nach Ohai. Da oben ist ein Schmied. Springst du hier hoch? Nee, oder? Ihr springt beide nicht hier hoch, oder? Dann habe ich ja eigentlich nichts zu befürchten für euch, glaube ich. Und mit meinen Pfeilen, wovon ich ja mehr als genug habe, mache ich euch einfach platt.
Okay. Oh. Das war dumm. Okay, er rafft, der andere pennt. Das ist voll okay. Dann sollte das kein Problem sein. So langsam, wie er sich zu mir bewegt. Okay, ihn haben wir jetzt auch geweckt. Aber gut, das ist alles kein Ding. Okay. Erstmal Licht hier unten. So, das aufmachen. Rote Magie. 16 Stück. Gib mir mal eine gescheite Haut-Drauf-Waffe. Haben wir da. Blasebalg. Nice. Haben wir den auch? Okay, das geht doch schneller als erwartet, ne? Okay, da oben den Sprung haben wir verkackt, richtig? Den haben wir verkackt, ja. Den haben wir wohl verkackt. Okay, dann müssen wir nach unten und dann wieder zurückkommen. Oder wir machen das ganz anders. Ja, wir machen das anders. Ich lasse mich erstmal hier heilen. Ankorabasch, auch dir, mein Freund. Entschuldigung. So, und so kommen wir ja eigentlich da problemlos wieder hin, oder? Sehe ich das Falsche richtig? So, jetzt sind wir hier. Und da kommen wir dann dahin. Komm her. Und dann sind wir doch wieder hier. Prima. So, springen. Ja, prima. So wollte ich das. Weil dann können wir ihn hier oben verdreschen. Also die Axt gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Und dann gibt er uns einen Streitkolben, auch nicht schlecht. Passt. So, und den Amboss haben wir auch. Jetzt fehlt uns nur noch eine Menge Holz und der Hammer des Schmiedes. Lass mich mal kurz reingucken in den Streitkolben. Streitkolben des Experten. Chance auf kritische Treffer mit Streitkolben. Schaden 47. Bringt halt mehr als die Axt, ne? Probieren wir mal. Ja, nehmen wir doch den. Okay, ich gucke auf die Uhr. Ja, einen Bildschirm machen wir noch. Wir gucken, was uns hier unten erwartet. Oh, hallo. Nein, 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 stirb. Oh, shit. Licht. Truhe. Oh, fuck. Okay. Dreh dich um. Dreh dich um. Das war elfische Unterwäsche. So, dich kriegen wir damit auch. Elfisches Ohr. Licht. Okay, erstmal will ich den da oben noch schnitzeln. So, das macht echt Spaß mit den Haut drauf Waffen. So, hier unten gibt es noch Licht. So, hier kommen wir zum Aufzugraum zurück. Ne, das ist nochmal ein anderer, nochmal ein neuer Aufzugraum. So, dann fehlt uns nur noch hier unten ein bisschen Licht. Und Schätze! Hammer des Schmiedes, den haben wir dann damit auch. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch Holz. Und Münzen. Okay, jetzt schaue ich. Ja, im Prinzip steht damit fest, wo unsere Reise weitergeht. Ich teleportiere mich mal zurück, verabschiede mich für heute und beim nächsten Mal heißt es dann wieder Ankh Morabash, liebe Freunde, und wir schauen, wo uns die Reise in der Mine weiterhin führt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und alles, was dazu gehört, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Mossi, auf Wiederkuscheln. Ciao!